So, ihr Lieben, da sind wir auch direkt wieder. Ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir einfach direkt in eins weiter aufnehmen hier. Und genau das machen wir auch mal. Wir sind gerade auf dem Heimweg. Vielleicht entdecken wir ja noch... Ich will einfach nur gerne eine coole Höhle entdecken, wo vielleicht noch keiner drin war. Ja, scheint geklappt zu haben. Und... Huh? Gott, das macht immer so gruselige Geräusche, diese Map hier. Meine Hand schläft gerade ein, das ist total ekelig. Ich glaube, das sind die Enderman-Geräusche oder die Höhlengeräusche von dem Resource-Pack hier. Ganz ehrlich, ich kriege zu viel. Ihr fragt immer noch in den Kommentaren, wie das Resource-Pack heißt, mit dem ich spiele. Ich habe es jetzt, glaube ich, in 3 Minecraft-Videos schon gesagt und ich sage es nicht nochmal. So. Müsst ihr halt einfach mal alle meine Videos gucken. Dann wisst ihr sowas auch. Uiuiui. Ui. Da möchte ich eigentlich ganz gerne runter. Ich setze meine Fackel. Hier kann ich mich runterbuddeln ein Stück weit. Das ist okay. So. Na, mal schauen, wie wir hier jetzt so... hier schießt mich jetzt aber kein Skelett gleich runter, ne? Nein, gut. Ich mach den mal gerade weg. Und dann können wir da auf jeden Fall... Ach Mann, Gravel, hau doch ab. Können wir hier auf jeden Fall erstmal noch einen tiefer. Und dann können wir uns hier runterbuddeln. Ein Stück weit, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wie weit denn? Okay, wir landen wieder auf einem... Ist das... Nee, das ist Eisen. Das ist auch Eisen. Ein paar Diamanten wären nicht schlecht. Mal schauen, wo kann ich mich denn... Okay, hier kann ich mich auch erstmal ein ganzes Stück weit runterbuddeln. So bis hier quasi. Und jetzt müsste ich mich, glaube ich, von hier aus bis auf den Boden buddeln können. Ich habe doch immer so Angst vor Gewitter. Ich mache das jetzt einfach mal. Spätestens jetzt würden wir auch nicht mehr am Fallschaden sterben. Außerdem sind wir jetzt auch mit der Rüstung ziemlich gut gegen Feinde und sowas alles hier gewappnet. Oh, guck mal, da ist sogar direkt eine Kiste. Da ist noch eine. Gott. Was war hier denn gelandet? Melonensamen. Yay, besser als nix. So, hier will uns auch nichts töten. Ich will die Kiste öffnen. Kann hier wenigstens mal was Vernünftiges drin sein? Vielleicht war hier auch einfach doch schon einer und hat es nur einfach überhaupt nicht ausgeleuchtet. Hui. Und, deswegen... Gewitter, hör auf! 2 Tage vor Weihnachten, da kann ich deine schlechte Stimmung überhaupt nicht gebrauchen. Das hier ist aber auch ein bisschen gefährlich, ne? Ich mach das mal zu. So. Auf welcher Höhe sind wir denn überhaupt? Höhe 18. Wie war das? Ab 11 gibt es Diamanten oder sind die am häufigsten oder sowas? Dann müssen wir noch ein bisschen weiter runter. Weil so gegen ein paar Diamanten hätte ich nichts. Ich meine, ich nehme auch Lapis, du es nicht, aber... Hier ist Wasser. Ich mach das mal weg. Mach ich das richtig? So. Jetzt ist weg. Tada. Ich mal hier runter. Gott, hier unten ist ziemlich nebelig. Ich setz mal ein paar Fackeln. So, dann können wir die hier mal noch wegmachen. Diamanten. Nee, nur Eisen. Das Problem ist, so an sich kann man ja nicht genug Eisen haben und so, ne? Aber, wie gesagt, daher nicht mehr so, also... Ich höre Spinnen. In Minen finde ich das immer gruselig. Hm. Oh Mann, ich will doch einfach nur Diamanten haben. Ist das denn so viel verlangt? Scheinbar schon, ne? Ich finde ich übrigens nie wieder raus, aber ist ja egal. Jetzt gehe ich nach oben. Ich will gar nicht nach oben. Mann, lass mich hoch. So. Ich suche nur einfach ein anderes nach unten. Jetzt seht ihr, glaube ich, gerade nichts. Ändert sich gleich wieder, wenn ich
eine Fackel gesetzt habe. Geht's hier weiter runter? Hey, da ist noch eine Kiste. Oder vielleicht ist es auch die, die wir eben schon hatten. Ja. Gut, dann sind wir somit erfolgreich im Kreis gelaufen. Aber ich weiß gar nicht, waren wir da unten schon? Ja, doch, waren wir auch. Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Dann gehen wir mal hier runter. Das ist immer so gefährlich mit diesen Lavalöchern hier. Ansonsten muss ich gleich wirklich einfach mal ein bisschen Strip meinen, weil so... Gewitter? Hör auf! Bauen wir uns doch hier mal einen Weg nach drüben. Och, hallo! Nicht in die Lava, nicht in die Lava, alles nur nicht in die Lava. Oh mein Gott. Das hätte auch falsch enden können. Ich sollte auch vielleicht mal was essen. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Na gut, hier haben wir Redstone. Und bei Redstone ist ja auch aberglaubemäßig öfters mal Diamant in der Nähe. Also bauen wir mal den Redstone ab. Ich meine, hey, Redstone kann man nicht genug haben. Ich sterbe heute noch, ich sehe das. Na, so. Ich will doch einfach nur Diamanten haben. So ein paar kleine, funkelnde Diamanten. Und gerade wäre mir sogar Lapis noch lieber als Diamanten, weil dann könnte ich meine Sachen aus Diamanten einfach mal verzaubern. Da oben war ein Creeper, das habe ich ganz genau gesehen. Aber hat der uns gesehen? Das ist die Frage. Ich gehe mal hier hoch. Ach, da unten ist er. Hallo und tschüss. So, hier ist auch wieder nur Wasser überall. Ich werde dich übersehen durch den Schäler auch total viel, aber ich habe keine Lust, ihn jetzt schon wieder auszumachen. Ich will auch nicht immer alles umbauen hier. So. Hier unten ist so viel Lava, das ist perfektes Diamantengebiet, ey. Ich will, hier ist auch überall einfach nur Gravel und ich habe Angst, dass das wieder so ein Server-Bug ist und sobald man das berührt, stürzt dann alles ein und dann ja, war es das auch schon wieder mit uns in Minecraft-Leben. So. Wie komme ich da denn fast Höhe 14? Ja, das wäre sogar alles so eine ziemlich passende Höhe. Ich grab mich hier mal gerade durch. Hier ist auch nichts. Ich will doch nur da unten auf dieser Lava-Ebene. Mann. Jetzt bin ich ja doch hier auf dem Gravel. So. Und jetzt. Nun. Achso, ich sollte vielleicht auch einen Stein auswählen. Jetzt gucken wir doch mal. Keine Diamanten. Keine Diamanten. Auch kein Lapis. Dass das Lapis aber auch komplett weg ist. Also beziehungsweise, ich meine, dass mit dem, dass der Lebensserver allgemein immer recht knapp bemessen war, was die Ressourcen angeht. Und so ist ja alles in Ordnung, aber so knapp. Vor allem, ich weiß halt auch nicht, ob die anderen das alles am Anfang komplett ausgeschlachtet haben, die vom ersten Tag beim Winterleben wieder an dabei waren. Oder ob es halt einfach wirklich nichts gibt. Weiß ich nicht. Toll, es war nur Gold. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas Cooles gefunden, aber nein, es ist Gold. So im wahren Leben, da hätte ich ja nichts gegen Gold zu finden, aber... So, hier hinten denn vielleicht. Ey, Fackel. Nein, auch keine Diamanten. Nein, schade. Da geht's aber scheinbar auch noch weiter. Dann schauen wir hier doch einfach mal. Das sieht interessant aus hier. Aber auch eher weniger Diamantik. Och, Manu. Und hier geht es jetzt wieder hoch. Gut, dann baue ich mich hier jetzt hoch. Wer braucht schon Diamanten? Keiner. Im Eisen, das reicht uns. Ich muss mal wieder... Ich sehe gerade selber nichts. Oh, hier geht schon wieder... Toll. Das hat sich jetzt
sowas von gelohnt. Können wir hier ja auch wieder runter und den Kobbel direkt wieder mitnehmen. So, nicht zu weit und hüpf. Diamanten oder Lapis? Bitte. Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Diamanten oder Lapis? Bitte. So, erstmal hier so einen halbwegs sicheren Weg lang. So, aber auch nur halbwegs sicher. Hier ist auch schon wieder Ende. Da ist Wasser. So, man kann uns das schon mal nicht in die Lava spüren. Das ist ja auch schon mal... Ey, ich will hier doch nur lang. So, und Fackel. Und, stopp. So, aber hier... Ah, geh doch weg. Mann. Dass die einen immer so erschrecken müssen. So, da hinten ist, glaube ich, noch nichts ausgeleuchtet oder so. Doch, da hinten waren wir scheinbar auch schon. Dann setzen wir hier meine Fackel hin, so als Zeichen, so. Hier warst du schon. Aber, so wirklich cool ist das hier jetzt auch nicht. Da oben hängt schon wieder Gold, das keiner braucht. Gehe ich jetzt immer noch ein bisschen durch die... Durch die Revinside Joint the Game. Aha, aha. Ich schreib mal Hallo. Hallo. Haben wir da? Es ist doch auch wieder nur Eisen, oder? Das ist nur Eisen, richtig. Sturmwaffel Joint the Game. Ach, kommen die jetzt quasi wieder. Ich höre Schritte. Ich höre... Weiß ich auch nicht. Ich will nach Hause. Und Paluten ist auch wieder da. Mensch. Huch, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Uah, Gott, da habe ich mich gerade wirklich erschrocken. Wie ihr vielleicht an meiner herumgerissenen Maus gesehen habt. Senden ist auch wieder nichts Tolles. Kohle, ja, schön für die Kohle. Wenn so ein Spinnenspawner, ey, da würde ich mich, boah. Es wäre. So schön wäre das. Minus 1150. Werden hier Koordinaten getauscht? Wo sind wir denn? Wir sind bei. Oh Gott. Die sind ja ganz schön weit weg. Uah! Nee, geh mal weg. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich will nach Hause. Ja, dann würde ich sagen, ich schau mal, dass ich so langsam wieder an die Oberfläche komme. Aber das mache ich dann, offscreen, weil ich habe erstens keine Fackeln mehr. Das heißt, ich könnte euch jetzt nicht mehr so wunderbar hier ausleuchten. Dann seht ihr wieder nur die Hälfte. Das ist ja blöd. Das will ja keiner. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns morgen dann wieder. Morgen müsste, wenn alles klappt, Mittwoch sein. Das ist dann die letzte Folge vor Weihnachten. Und ja, bis dahin. Okay, bis dahin sage ich dann Tschüssi.